So entspannt. Ah, Klassikradio. Wir labern euch immer zwischen die Musik. Das hasse ich an Radio sowieso. Immer diese unlustigen, die denken immer, die sind die geilsten und lustigsten, aber sind sie nicht. Meistens nerven sie mich nur und ich denke immer, komm, jetzt, wie wär's mit dem nächsten Lied? Ich denke, ihr macht die ganze Zeit nur Musik, damit macht ihr doch Werbung. Ja, und dann kommt Scheißmusik. Naja, okay, ja, ich bin nicht so Radio-Fan, weil man hat nicht viel Auswahl. Und die Auswahl ist auch nicht mal gut. Also, wie die DDR damals, ne? Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, Leute, bei Flower Mania. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist jetzt, dass es ein Three-Match-Game sein soll. Danach bin ich mal gegangen, weil ich habe jetzt schon mal was anderes aufgenommen, aber das wurde ja gar nichts. Und nachdem ich diesen Fail mit diesem Mario-Hack hatte, musste ich mich erstmal mit Saiken, sagen wir mal so, abreagieren. Und hatte dann keine Zeit. Die ganze Woche war stressig und scheiße. Und deshalb gab es jetzt die ganze Zeit nur Saiken. Da habe ich mir gedacht, nein, komm, das ist jetzt unfair für alle Leute, die was anderes sehen wollen. Und ich werde jetzt versuchen zu managen, dass ich nächste Woche irgendein anderes Projekt anfange. Mal schauen. Aber erstmal das Kleine, das macht ja Spaß. Flower, ich mag auch Blumen. Also ich hasse normale Blumen. Also ich hab nur Plastikblumen in meiner Wohnung, weil die sterben bei mir immer. Aber ich liebe halt Blumen an sich. Die sind schön und so, aber halt in freier Wildbahn. Weil da leben sie ja. Wenn sie irgendwo im Geschäft stehen, sind sie tot. Das wäre, als ob man tote Hunde kauft. Ist schon gut, okay. Ach, das ist so eklig. Na, guck mal, wie süß. Die Augen platzen schon. Oh, spielen wir einfach mal. Indem wir. Oh nee, das ist ganz bestimmt nicht. Mosaik-Mode oder Normal. Wir nehmen Normal, ne? Wir wollen hier normal sein. Wir mögen anders sein nicht. Wir wollen normal sein. Und. Ja, so viel gibt es da auch nicht. Das heißt, das könnte ich mal so eben in zwei Parts durchspielen. Hallöchen! Short Tutorial, das ist nochmal ein Ad. Da ist jemand stolz, dass er short ist. Achso, ich muss C. Oh Mist, ich muss meine Tastatur benutzen. Es tut mir leid um die Geräusche. Ja, das ist mir egal. Jetzt fangen wir an. Ich habe immer einen Block, das ist also doch kein. Na, Three-Match kann ja auch was anderes bedeuten. Das heißt, scheinbar klicke ich nichts. Wir haben also wir haben nur Blöcke und wir können die hin und her mit der Maus bewegen, das ist doch schön. Und mit links und rechts können wir sie entweder drehen, diese Blöcke, oder den Inhalt verschieben. Das ist doch auch schön. So. Ah, da. Das zeige ich euch mal. Da. Oh, ich hab's geschafft. You made it. Oh, das war aber auch anstrengend. Weil eine Maus ist voll kompliziert und so. Oh, die wichtigste Aktion ist aber, also aufs Board zu legen, die Blumen. Oh, anpflanzen, yay. Die Musik ist schön. It can be undone. Oh, und schon haben wir einen Rechtschreibfehler drin gemacht in einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Hier, ist eine sehr wichtige Aktion, weil es rückgängig gemacht werden kann. Da hat jemand das T vergessen. Idioten. Mit Space, okay. Das ist doch schön. Lululut. Also ich soll das jetzt so hindrehen und dann dahin tun. Ich hab's schon wieder geschafft. Der ist so stolz auf mich. Und ja, es tut mir so leid, Leute. Ich kann nichts machen, wenn das Tutorial kommt. Ah, Tutorial, nimm ich. So. Wir müssen mal drei nebeneinander machen. Ja, three match, jetzt macht Sinn. Jo, und dann kriege ich schön Punkte. Ja, du musst mir nicht immer wieder sagen. Danke nochmal. Schau hier. Ah, Space. Ich habe schon wieder geschafft. Und das hier ist ein. Okay, Joker, ganz normal. Soll ich wieder drehen? Warum? Ist es nicht vollkommen egal. Aber okay, dann kriege ich nämlich hier. Seht ihr, ein Fünfer? Ihr müsst mich entschuldigen. Ich mache das erste Mal hier mit Kopfhörer mal ein Let's Play. Weil. Nee, das erzähle ich ja erst beim nächsten Let's Fuck. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass vielleicht geht, ist ja die Qualität dann besser. Und ich verdrück mich, seht ihr? Und deshalb spiele ich keine PC-Spiele. Ich verdrück mich beim C, weil ich nicht hingeguckt habe. Ist das peinlich. So, on the bottom right. Ja. Bla, 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 bla. Und ich muss das vollfüllen da, diese Ho Sonne. Dann habe ich es geschafft. Und das untere ist die Zeit. Um die Sonne erscheinen zu lassen. Ich will Katamari spielen. Entschuldigung, war random. Ich habe jetzt einfach nur Bock auf Katamari.
Das kann ich Let's Playen, das wäre aber nicht blind. Katamari, wenn ich mir einen Grabber kaufe. Sagt mir, ob ihr das sehen wollen würdet. Weil ich liebe Katamari Damacy. Aber da könnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren, weil die Musik so geil ist. Dann müsst ihr mich dann wieder mal singen hören. Also weiß ich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. So, ja, das ist so egal. Und jetzt sollen wir ein Set machen. Und er erklärt mir schon wieder, wie man sich bewegt. Ich hab's langsam verstanden. Danke nochmal. So, also Space. Und jetzt machen wir nämlich so und haben einen Fünfer. Wuhu, die zerplatzen. Das ist ja gemein. Finde ich nicht gut. Wenn die zerplatzen, ist das doch eigentlich schlecht. Aber irgendwie ganz schön. Hier, man ist da drin. Das heißt, man kommt nicht raus mit der Maus. Auch schön. Ausnahmsweise. Und jetzt können wir eben mal gucken. Ich mag ja so Kombos, habe ich ja schon erzählt. Und größere Sachen. Und wenn man jetzt hier ein Vierer... Ah ja, ach Mann, ich will die ganze Zeit drücken. Oder hier... Oh, die Zeit ist aber hart. Okay, ich muss mich ein bisschen, ich muss mich jetzt ein bisschen nach der Zeit gehen. Ich muss mich aber an die Steuerung gewöhnen. Leute, ich kann ja nicht wirklich was dazu sagen. Wir können ja... Das war unfair, ich konnte gar nichts machen. Bitch. Es ist schön. Blumen sind natürlich ein bisschen einfallslos. Ich meine, wie gesagt, ich mag Blumen, aber... Man hätte ja auch irgendwas anderes machen können. Ich finde auch sowieso, dass Spielemacher viel zu einfallslos, wieso kann ich das Wort nicht sagen? Einfallslos sind in letzter Zeit. Weil... Was wollte ich sagen? Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Weil... Ich vergesse die Space-Taste immer. Weil sie immer die gleichen Szenarien und sowas nehmen. Es wird zum Beispiel selten... Ach, dann machen wir das. Da wird zum Beispiel selten die Nummer heutige Welt benutzt. Also... Juhu, ich hab's geschafft. Schaut mal, wie viel Blumen noch auf uns zukommen. Yay. Ich bin immer noch seltsam. Ich glaube, ich verstehe das Spiel. Wir haben so eine Wiese und wir sind ein Kind und laufen durch die Wiese durch und zerstören alle Blumen und dann zerplatzen die immer. Das ist das Spiel. Geil. Deshalb heißt es auch Flower Mania. Wir sind ausgebrochen aus dem Institut und hassen Blumen, weil Blumen haben unsere Mutter getötet. Und deshalb, dann wurden wir noch von einer Blume missbraucht. Aber das haben wir verdrängt. Das heißt, es kommt also noch nicht raus, später erst. Und deshalb, immer wenn wir jetzt Blumen sehen, drehen wir, hätte ich mehr Punkte machen können, ich weiß. Wenn wir Blumen sehen, drehen wir durch. Wir haben auch schon unsere Freundin getötet deshalb, weil sie uns zum Jubiläum Blumen mitgenommen hat. Und dann haben wir mit dem Blumen ihr das Hirn eingeschlagen. Das hat sehr lange gedauert, aber das ist egal, wir haben es geschafft. So. Ja, machen wir so. Ich will das nämlich gleich hier weg haben. So, und seitdem laufen wir dann. Jetzt sind wir ausgebrochen. Und laufen. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier hin. Dann laufen wir jetzt durch die Blumenwiese. Aber da tun wir niemandem was. Und weil es so viele Blumen gibt, verhungern wir auch bald. Würde ich mal sagen. Nee, so viel Blumen kann es gar nicht geben. Hasse ich eigentlich die Blumen oder die Blätter? Weil wenn ich alle kaputt gemacht habe, bin ich dann befriedigt? Ach ja, die Köpfe einiger Leute sind schwer zu beschreiben. Musik ist voll entspannend. Ich schlafe gleich ein. Nö, ich bin eigentlich gar nicht müde, ausnahmsweise. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Der Frühling kommt. Yay! Und, genau, Frühling hast der jetzt auch seitdem. Wuhu! Achso, es geht auch so rum. Natürlich, das wusste ich. Ich wollte nur überrascht tun, damit ihr es auch seht. Jo, um ganz ehrlich zu sein, ich mache dann auch lieber nochmal ein Quickie. Nachdem ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Was für ein billiger Witz. Weil dieses Spiel... Doch, wir gucken jetzt nochmal nach Mosaik. Ah, wow.
Back to Main Menu. Ja, warum müssen Sie mal mehrmals fragen? Ich guck mal nämlich, was Mosaik Mode ist. Ah, mit Tutorial. Shit. Ich denke mal, es wird genau das gleiche sein. Ja, haben wir gemacht. Danke. Wir probieren es einfach mal. Wir müssen nämlich die Farben hier richtig hinbekommen. Mit den gleichen Farben übereinander und dann passiert irgendwas. Jo, ich bin total super. Ah, das war's? What? Ja, okay, dann machen wir das noch und dann kann ich euch nur sagen, nein, ich bin zu blöd. So. Oh, shit. Jetzt verstehe ich. Das, ach, und ich muss sie auch noch wegbekommen. Ah, okay. Es wird also complicated. Aber es bleibt trotzdem langweilig. Das ist doch interessant. Ach so. Ah, fuck. Aber das schaffen wir, indem wir so machen und es schaffen. Jo, ist das gleiche Spiel bloß in noch langweiliger. Nur, dass es hier verschiedene Bilder gibt. Hier zum Beispiel gibt es so einen Vibrationsstab, so einen Massagestab. Warte, wie heißen die? Kennt ihr die? Die haben oben so einen Kopf, der massiert. Und jo, wenn du Stellen hast, ist ganz gut. Aber ansonsten ist es langweilig. So, jetzt ist es ein kaputter Stab, der oben beschnitten ist. So. Jo, das war Flower Mania. Ich werde es nicht weiterspielen. Obwohl es super schön ist, ist nicht so mein Ding. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin zu verwöhnt von Spielen. Dass ich jetzt. Und ich komme nicht klar mit Tastatur. Da muss ich erstmal reinkommen. Wenn ihr irgendwie ein Spiel wisst, wo es so mittel ist. Ich habe Fable doch auch mal gespielt. Musste Fable nicht auch Tastatur benutzen? Ich weiß es nicht. Okay, hier. Warte, jetzt. Und während ich jetzt mich verabschiede von euch, machen wir jetzt das Gegenteil. Weil jetzt sind wir. Flower Mania hat uns jetzt. Ach, shit. Hat uns jetzt befreit von unserer Angst vor Blumen. Und jetzt geht es uns wieder gut. Und jetzt können wir endlich wieder dem Leben entgegenschauen. Und uns denken: Oh Mann, hätten wir doch damals unsere Frau nicht getötet und verscharrt. Wenigstens kam aus ihrem Leichnam richtig schöne Gänseblümchen. Und so hatte sie doch noch einen Sinn im Leben. Warte. Ich will gucken, was. Ha! Ich hab's gespielt bei. Ich hab's geschafft. Ich hab's gespielt. Ich hab's geschafft, bei dem Spiel Game Over zu kommen. Ah, das ist doch ein schönes Endbild. Die Bewertung sollte ich vielleicht mal in das Spiel mit einbauen. Nicht nur in die Beschreibung. Ja, wie gesagt, es ist ganz lustig, wer auf sowas steht. Aber jetzt nicht so spannend. Wie gesagt, ich war eigentlich wach, aber ich werde dabei ein bisschen müde. Und viel erzählen kann man auch nicht, außer dass diese einen Blumen sehr seltsam aussehen. Und wie die sich alle bewegen, es sieht aus, als sie leben. Ich meine, sie leben, aber so richtig so mit Verstand und so. Und dann kommen sie und schlängen sich um einen und dann wollen sie einen auffressen. Oh mein Gott! Und rechts haben sich eine Leiche schon geschliffen. Auf dem Boden weggezogen. So. Und ins Wasser ab. Oh mein Gott, das sind Mafia-Blumen. Jetzt verstehe ich. Der Verrückte hatte die ganze Zeit recht mit seinem Hass. Oh mein Gott, also wenn ihr nächstes Mal eine Blume seht, tötet sie, bevor sie euch tötet. Ah, sie sind vor meiner Tür. Wie kamen sie eigentlich hier hoch? Nee, nee, nee.